Wunderbar. Dann auf geht die Fahrt. Wunderbar. So, liebe Niki, sehr schön, dass du da bist. Das freut mich. Willst du dich mal vorstellen? Was machst du denn so? Also ich bin der Niki Bodenschatz, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Technischen Hochschule Deggendorf. Mittlerweile auch seit 2 Jahren und ich war jetzt bis jetzt tätig im Forschungsprojekt Elektrophysik. Und fürs nächste halbe Jahr mache ich VHB-Kurse, also virtuelle Hochschule Bayern. Und Elektrophysik, was ist das so genau? Es war ein Forschungsprojekt, das sich eigentlich rund um die Elektromobilität gekümmert hat. Wir wollten das Fahren einfach von Elektroautos leichter für den Endnutzer machen und haben halt da verschiedene Softwarekomponenten entwickelt. Mhm. Automatische Routenführung mit integrierten E-Ladestationen. Und wir an der Technischen Hochschule hauptsächlich haben uns ums Batteriemanagement gekümmert. Wo du ja der Experte bist, was mich wirklich interessiert ist, die E-Mobilität steht ja so ein bisschen in der Kritik wegen der Lithium-Batterien. Mhm. Machen wir als Technische Hochschule Deggendorf da auch was dafür? Also mit dem Battery Health Monitoring versuchen wir halt die Lithium-Ionen-Batterien so lange haltbar zu machen, wie möglich ist. Also wir vermindern jetzt nicht den Ressourceneinsatz, aber wir wollen halt, dass die Batterie, die genutzt wird, dann länger haltbar ist. Ich glaube, die fahren ja schon vor für uns, oder? Die wollen es am Parkplatz. Müssen wir da schon rein? Nein, wir müssen uns weiter hinter rein. Da, wo der LKW steht. Ja, aber dann fahren wir wieder so in der Kreuzung davor. Na, jetzt pass auf, da müssen wir da, vor der Ampel. Achso, vor der Ampel. Das, gell? Du wirst es selber sehen. So, was hättest du denn gerne? Ich gebe einen aus. Ja, ich möchte gerne einen Cappuccino. Einen Cappuccino. Hallo, ich bin wieder da. Ja. Inwiefern trägt denn dein Forschungsprojekt dazu bei, dass E-Mobilität quasi klimafreundlicher wird? Also wir tragen dazu bei der Ladeplanung zum einen, weil wir natürlich wollen, dass möglichst viel erneuerbare Energien genutzt werden, mhm, zum Aufladen von den Elektrofahrzeugen. Und zum anderen ist es auch stromnetzfreundlich, erneuerbare Energien zu Zeiten produziert werden, wo eigentlich kein Strom benötigt wird. Wenn es zum Beispiel im Norden von Deutschland wieder relativ viel Windkraft erzeugt, ne? Und dadurch entstehen die Spitzen oft. Mhm, genau. Und die kennt ihr dann quasi, die genau. Plant ihr dann mit ein, dass die genau verteilt werden? Also es wäre dann das Ziel, dass wir halt, wenn sehr viel erneuerbare Energie erzeugt wird, dass wir halt dann sehr viel, also in unserem Fall jetzt von E-Flotten, dann aufladen. Mhm. Damit da schon möglichst viel erneuerbare Energie genutzt werden kann. Was für ein Auto fährst du denn? Ich fahre einen Kia Niro Plug-in Hybrid. So ein Hybridauto, was ist da dann noch nicht elektrisch? Also der kann jetzt 60 Kilometer rein elektrisch fahren, mhm, aber wenn man dann weiterfahren möchte, dann schaltet sich ein Benzinmotor zu. Warum würdest du mir jetzt zum E-Auto raten? Ich pendel jeden Tag 35 Kilometer einfach, also 70 Kilometer insgesamt. Und durch das, dass ich einen Plug-in-Hybrid zum Beispiel habe, habe ich auch keine Probleme, wenn ich jetzt irgendwo weiterhin fahren muss. Mhm. Und man spart einfach sehr viel Geld, wenn man anstatt teurem Benzin billigen Strom bekommt. Also die Anschaffungskosten sind schon noch deutlich höher als bei einem normalen Auto, aber momentan gibt es ja Umweltprämien. Wie siehst du die Zukunft der E-Mobilität? Also ich glaube, dass die E-Mobilität die Benzinmotoren mittel- bzw. langfristig ersetzen wird. Anders als jetzt hat man sehr viele Tankstellen. Und bei elektrischen Autos, glaube ich, wird es etwas heterogener im Sinne von, es wird etwas Ähnliches wie Tankstellen geben, wie Superfast Charger, wo man das Auto innerhalb von 5 bis 10 Minuten, sag ich mal, aufladen kann. Vielen Dank, dass du da warst. Kein Problem. Es war ein sehr angenehmes Interview mit dir. Und ja, bis bald wieder. Wenn du einen Kaffee brauchst, gibst du mir Bescheid. Ja. Okay. Kriege ich eigentlich mal einen Kaffee. Hast du den nicht getrunken? Nein. Mein Gott!